In Schlangenlinien über den Edersee. So wird die Polizei auf einen Freizeitkapitän aufmerksam, fischt ihn hier bei Scheid mit seinem Kajütboot aus dem Wasser. Bluttest, Bootschlüssel beschlagnahmt, der 43-Jährige ist betrunken. Keine Kleinigkeit, sagt Frank Rudolf. Er hat in dritter Generation einen Bootsverleih am Edersee. Man hat ja nicht nur die Verantwortung für sich selber, sondern natürlich auch für die ganze Besatzung an Bord und auch für das Schiff und für alle anderen Wassersportler ebenso. Und ich kann natürlich nicht in einem Halbkoma-Zustand so ein Boot hier führen. Das geht einfach nicht. Und darum gelten auf dem Wasser die gleichen Regeln wie auf der Straße. 0,5 Promille sind eine Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille beginnt die absolute Fahruntüchtigkeit. Auch hier droht dann ein Fahrverbot. Denn Alkohol am Ruder kann Folgen für andere auf dem Wasser haben, aber auch für einen selbst. Die Gefahr beim ins Wasser fallen ist natürlich auch gegeben. Ich glaube, es sind bestimmt 50% Ertrinkende meistens mit Alkohol im Blut. Dementsprechend also Alkohol und Wasser, das verträgt sich gar nicht miteinander. Wolrad Rosinski fährt seit 10 Jahren die Ederseefähre. Im Berufsverkehr herrscht immer Alkoholverbot auf dem Wasser. Das rät er auch Sportbootfahrern. Es ist sehr viel los, gerade dieses Jahr mit unserem tollen Wasserstand. Natürlich, der zieht viele Besucher an. Und dann ist auch der Verkehr auf dem Wasser ganz groß. Und da muss also Ordnung dabei sein. Da muss man also die Richtlinien einhalten müssen oder einhalten können. Das denken auch die Ederseebesucher heute Mittag. Also auf dem Wasser müssen schon Vorschriften gelten. Da sind Segler unterwegs, da sind Paddelboote unterwegs. Und da kann man nicht unter Alkohol fahren. Das geht nach meinen Begriffen überhaupt nicht. Ich denke, da muss man sich schon auch an Regeln halten, die für alle gelten. Wir wollen auch Tretboot fahren und ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, aber gerade mit Kind auch, ne, wenn man dann unterwegs ist. Und dann lieber irgendwo am Rand und schauen, dass es irgendwie passt. Am Gardasee in Italien zeigt ein trauriger Unfall im Juni, wohin Alkohol auf dem Boot führen kann. Ein 52-jähriger Motorbootfahrer ist wohl betrunken. Er soll das Holzboot eines jungen Pärchens überfahren haben. Eine Überwachungskamera zeigt, das Boot hebt nach dem Aufprall regelrecht ab. Das Pärchen stirbt, der Bootsführer fährt weiter. Betrunken mit dem Motorboot gefahren, Volllast gefahren. Keine Konzentration, wahrscheinlich gar nicht mehr richtig erkannt, was vor einem so los ist. Und dann die Reaktionszeit, Gas wegzunehmen, Ausweichmanöver zu fahren, das gelingt dann halt einfach nicht, wenn man da benommen ist. Frank Rudolfs Rat, 0 Promille auf dem Wasser, dann kommt man auch sicher wieder an Land.